Schwer war der Boden, spielbar? Es ging eigentlich. Also klar war er sehr uneben, aber unser Trainingsplatz ist auch nicht der beste. Von daher war der für den Zustand hier, für die Umstände, war der ganz in Ordnung. Die Frage, die Sie mir stellt, was wolltet ihr verändern im Gegensatz zur Hinrunde im Trainingslager vor allem? Was hat sich davon heute auf dem Platz gezeigt? Ich denke, der erste Punkt war, dass wir viel besser ins Spiel gekommen sind. Wir hatten in der Hinrunde schon in vielen Spielen Probleme, dass wir gerade die Anfangsviertelstunde verschlafen haben. Und ich denke, das haben wir heute richtig gut gemacht. Wir haben direkt das Spiel diktiert, in die Hand genommen. Klar, wir wollen noch ballsicherer werden. Das ist uns zwischenzeitlich gelungen. Klar, wir müssen daran arbeiten. Und wir müssen natürlich in den einen oder anderen Situationen noch geduldiger spielen, mehr Chancen rausspielen. Da müssen wir noch arbeiten. Ja, heute zum ersten Mal mit dem Marco in der Abwehr gespielt. Wie das funktioniert, nach deiner Meinung? Ja, es war sehr gut. Man sieht, er ist kopfballstark, er holt da viele Bälle weg. Und ich denke, gerade die Vorbereitung konnten wir gut dazu nutzen, dass man sich gut einspielt, sich kennenlernt. Und für das erste Spiel, denke ich, war das sehr gut. Wie muss es jetzt weitergehen, damit man vielleicht sogar noch so einen richtig positiven Trend bekommt? Ja, wir haben natürlich gehofft, dass wir heute hier noch ein glückliches 1-0 machen. Dann wären wir wieder richtig in der Spur. Ja, so haben wir den einen Punkt, aber ich denke, die Leistung war schon sehr zuversichtlich und da müssen wir einfach dran anknüpfen und dran arbeiten, dass wir wieder mehr Tore machen. Okay, aufwärmen und los geht's. Was habt ihr geübt im Trainingslager und was kann man denn davon heute sehen? Wart ihr zufrieden mit dem? Ich denke, die defensive Ordnung war auf jeden Fall da und da haben wir auch viel Wert drauf gelegt und dass wir unsere Ballbesitz haben, das hat man, denke ich, heute auch gesehen. Also ich denke, das war ein gelungener Auftritt, auch wenn nur leider ein Punkt dabei rausgekommen ist und wir gerne 3 gehabt hätten. Hättest du gerne von Anfang an oder mit einer Führung im Rücken gespielt, weil das sah ja so aus. Man hat ja, oder man ist besser ins Spiel gekommen als dass der Gegner. Warum hat man dann die Führung nicht erzielen können? Warum? Weil der Schiedsrichter, glaube ich, einen klaren Elfer nicht für uns gegeben hat. Und das war natürlich ärgerlich, aber egal, wir sind trotzdem nicht auseinandergebrochen, wir sind immer stabil gewesen und wir wollten es auch so. Und der Lucky Punch ist uns heute leider nicht geglückt. Der Pfostenschuss von Pio war auch noch da. Deswegen denke ich, muss man mit dem Punkt leben, aber wir hätten gerne mehr. Fehlt im SC Preußen Münster in diesen Situationen manchmal auch das Glück? Momentan? Ja. Und im Laufe dieser Saison denke ich ja. Alles klar. Aber es kehrt wieder zurück. Und ihr arbeitet dran? Wir arbeiten daran. Alles ganz klar. Super, danke dir. Ciao. Persönlich, dein Debüt hier, bist du mit dir selber zufrieden? War es das, was du kannst für dich selber oder war es schwierig am Anfang oder optimal? Ja, natürlich klappt am Anfang noch nicht alles. Ich meine, jetzt hast du ein halbes Jahr auf dem Niveau gespielt und natürlich sind da die ein oder andere Situation, die man anders hätte lösen können. Aber ich denke, eben unter diesen Umständen war es ganz okay. Fazit jetzt, schwieriges Spiel. Ich denke nur, dass der Postenschuss war, der Matt hat in der ersten Halbzeit noch eine gute Kopfballchance gehabt. Natürlich hat Erfurt auch die eine oder andere Chance gehabt, aber ja, ich denke, wenn wir in Erfurt einen Punkt holen, kann man damit leben, aber wenn es super läuft, nehmen wir 3. Marco, schon ein bisschen eingelebt hier in der Mannschaft oder hat die Abstimmung noch nicht ganz so gepasst? Nö, meiner Meinung nach hat es heute schon richtig gut ausgesehen. Ich fühle mich auch super wohl in der Mannschaft. Es war super wichtig, dass ich im Trainingslager dabei war, weil ich da einfach die Leute 24 Stunden am Tag um mich herum habe. Und ja, bin ich rundum zufrieden eigentlich. Ja, Einsatz zum Platz. Ja, ich meine, für die Verhältnisse mit dem Schnee ringsherum war der Platz eigentlich ein Top-Zustand. Okay, und Münster, gefällt dir die Stadt so? Ja, ich habe bis jetzt noch nicht so viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war tipptopp. Und ich habe bis jetzt auch nur Positives gehört von Münster. Alles klar, gute Einfahrt. Hallo, Matthew Taylor. Wie war die Qualität des Rasenplatzes? Ja, Außenplatz war okay, aber ein bisschen Eis drauf und weich, aber für -7 Grad oder was das war, mit Schnee drumherum, ich finde, das Platzverhältnis war, ja, wir konnten gut spielen. Okay, alles klar, danke. Gute Heimreise. Die Konkurrenzsituation im Sturm ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere. Man hat Krone, man hat Benjamina, deine Person. Wie gehst du damit um? Ist das mehr Druck für dich jetzt auch? Nee, ich spiele das gleiche wie vorher. Ja, ich will so auf dem Platz stehen und ich mache alles, auf dem Platz zu stehen und gut spielen. Und das endet, neue Spiele, das endet sich nicht. War es für dich auch besonders schwierig heute, weil viele lange Bälle kamen und du ganz oft auch nicht damit wusstest, wie du damit umgehen sollst und Schwierigkeiten hattest da gegen 3, 4 Gegenspieler immer? Also
Ich sage, am Anfang war relativ, finde ich, ein gutes Spiel von uns. Ich fand, es war ein gutes Spiel. Es war anspielbar im 16. Strafraum. Da habe ich einen Kopfball gehabt, einen anderen Sehne gehabt und eins Kürte knapp verpasst. Nach dem, so, sag mal, 30. und 30. Haben wir nicht nachgelassen und dann war es schwierig für uns. Bis auf die, sag mal, 60. Minute war wieder, wir haben das Spiel in den Griff. Aber ja, am Anfang war gut, gutes Spiel von uns und war relativ, sag mal, einfach zu spielen. Und dann haben wir ein bisschen nachgelassen, war schwierig. Okay, danke dir. Ciao. Ciao.